tutti e benvenuti nella mia cucina. Hallo zusammen, herzlich willkommen in meine Küche. Heute werden wir Focaccia Barese backen mit frischen Tomaten und Oliven. Richtig Sommerzeit. Aber es ist noch nicht so warm, deswegen dürfen wir noch den Ofen anmachen. Na dann, fangen wir an. Lecker. Mamma mia. Puglia, la mia Puglia. Fangen wir an. Für unsere Focaccia Barese brauchen wir Mehl 165 Gramm, gekochte Kartoffel ca. 60 Gramm, schwarze Oliven, Wasser 175 Milliliter, Öl 25 Milliliter, Grieß 125 Gramm, Tomaten, frische Hefe 5 Gramm, Salze, Oregano. La Focaccia Barese. Natürlich über den Namen können wir verstehen, dass La Focaccia kommt aus Bari. Bari ist die Hauptstadt von der Region Apulien, das heißt unten im Süden. Und das ist echt so ein Masterpiece von Bari. Man findet sie in jeder Bäckerei, überall, muss man unbedingt essen. Die ist nicht so hoch, die ist nicht so flach, die ist schön knusprig. Und ja, weil es noch nicht so warm ist draußen, können wir noch den Ofen anmachen. Deswegen werden wir jetzt eine gute Focaccia Barese machen. Zuerst werde ich in meine Schüssel die Hälfte von dem Wasser nehmen. So ungefähr mehr oder ein bisschen weniger. Es ist jetzt nicht auf Milliliter. Dann werde ich die Hefe noch dazu reinmachen und ein ganz kleines bisschen Zucker. So, dann werde ich das alles ein bisschen so zusammenmischen und die Zeit auch geben, dass die Hefe anfängt. So, jetzt werden wir das Mehl und das Grieß noch dazu reinmachen. Natürlich, ich habe hier ein 550 Type Mehl benutzt, aber ihr könnt auch ein stärkeres nehmen. Also muss jetzt nicht unbedingt, Hauptsache er ist stark, also nicht der ganz normale. In Italien ganz oft benutzen sie Manitoba für sowas, weil der sehr stark ist. Aber Manitoba findet man jetzt nicht so einfach hier. So, Mehl, alles rein. Und Grieß, das ist das normale Grieß, also ja. Und dann tun wir schon ein bisschen zu Anfang zu mischen. Und dann werden wir noch die Kartoffel, die habe ich zweimal gepresst, noch dazu reinmachen. Jetzt tun wir noch Salz. Und so langsam das Wasser noch dazu. So. Jetzt kommt noch das Rest von dem Wasser. Thomas schön alles zusammen mischen. Und
Man muss fühlen, dass das ganze Wasser weg ist, dass unser Teig schön weich wird. Es wird immer noch ein bisschen klebrig bleiben, aber ja, man spürt so langsam, dass das ganze Wasser sich in Mehl, mit Mehl zusammen macht. Das ist so schön zu kneten, weil er ist so schön weich. So, nur wenn das Wasser weg ist, dann können wir das Öl noch dazu. So, jetzt mache ich das Öl noch dazu. Natürlich, wenn ja italienisches Olivenöl ist, hat aus Apulien noch besser, dann natürlich ist es immer besser. Da ist dann so wie der hier schön braun und nicht so, oder dunkelgelb, kann man so sagen. Da ist dann nicht so hell und er hat dann so einen guten Geschmack. Klar, ist eine Focaccia, es ist keine Pizza, deswegen benutzt man viel Öl. Die sollen echt krustig sein, aber trotzdem sehr weich. Das kriegt man nur mit Öl. So, da kommt sie jetzt raus. Da ist vielleicht noch ein ganz kleines bisschen Öl noch. Hoppala. Die sieht jetzt echt schön aus. So, ich habe eine Backformel, hier eine runde Backformel, weil die Focaccia Barese ist normalerweise rund. Und das ist ein 32 Diameter groß. Da werde ich jetzt hier noch ein bisschen Öl noch drauf machen. Genau, dann nehme ich mal, dann nehme ich mal meine Focaccia, ich tue sie dann jetzt noch so, verteilen der Öl, meine Focaccia drauf machen, ein bisschen Öl noch drauf und dann werde ich sie jetzt zudecken. Ich lasse im Backofen, aber der Backofen soll jetzt nicht unbedingt an sein, es reicht auch, wenn er aus ist. Aber 2,5 bis 3 Stunden muss man schon warten, also die muss echt groß werden. Dann warte mal einfach. Ma dove ho messo il grano? Ecco. Hi! Ey, was macht ihr denn hier? Ich bin noch nicht bereit. Dann geht ihr mal ganz kurz ein Abo aktivieren und auch noch die Klingel. So weißt ihr immer Bescheid, wann alles bereit ist und was ein neues Video rauskommt. Und wenn dieses Video euch gefällt, Daumen nach oben, das freut mich total. Danke fürs Anschauen und ja, ich mache jetzt ein bisschen Pasta. So, ungefähr 3 Stunden sind rum. Schau mal. Wow, sehr schön, sehr schön. Öl ist noch ganz viel unten, deswegen werde ich jetzt kein weiteres Öl runter machen, weil unsere Focaccia bewegt sich sehr gut. Ich tue noch ein bisschen oben Öl machen, ein bisschen so auf die Hände, weil da werde ich sie jetzt ein bisschen so, wie immer, die Focaccia. So, jetzt, das Wichtige ist, dass die Tomaten jetzt nicht die ganz kleine sind, aber auch nicht die ganz große. Und dann tun wir sie, richtig so aufmachen und drinnen so rein basteln.
Oh, total gespritzt, naja. So, ich habe den Ofen schon angemacht auf 270 Grad. Ja, man wird zuerst die Focaccia ganz unten, also mit oben und unten Hitze, zuerst werden wir die Focaccia unten, ganz unten reinmachen für 15 Minuten und dann werden wir sie umstellen und in die mittlere Stufe reinmachen und da wird sie dann auch noch 15 Minuten noch drinnen bleiben. Ist klar, es ist Geschmackssache, also so wie viele Tomaten ihr möchtet. So, jetzt kommen die schwarze Oliven noch dazu. Die muss man richtig so reinmachen, ne? Nicht nur einfach drauf machen, aber richtig reinquetschen. So, jetzt kommt ein kleines bisschen Salz und noch Oregano drauf. Das kann auch ein bisschen mehr werden. Und zuletzt noch ein kleines bisschen Öl. So. So, dann ist sie mal schon bereit. Unser Ofen ist schon sehr warm. Dann machen wir rein. So, unsere Focaccia ist bereit. Die sieht ja echt lecker aus. Moment, ich will mich nicht verbrennen. Ich nehme sie aber ganz schnell raus. Ulla! Schön ist sie unten. Natürlich ist sie immer ein bisschen verbrannt oben. So ganz leicht. Aber das ist normal. Das gehört dazu. Schneiden wir sie. Mama mia, schon ist gut. Ah, Puglia, la mia Puglia. Heiß, sehr heiß, sehr heiß. Ich wollte sie mal ein Stückchen nehmen. Abgebrochen, aber ey, echt super schön sieht die aus. Ich hoffe, man sieht es in Kamera. Lasst euch schmecken.